Willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video von mir. Mein Name ist Larissa und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die heutige Yoga-Einheit trägt den Titel Let the Sunshine in Your Heart. Und wie der Name schon verrät, wir wollen heute mit unserem Herz arbeiten. Wir wollen dort vorne durch schön öffnen, aber auch zwischen den seitlichen Rippenbögen Platz finden und hinten zwischen den Schulterblättern. Der Flow ist für alle Level geeignet, das heißt, jeder kann mitmachen und alles, was ihr dafür braucht, ist eure Yogamatte, wenn ihr zu Hause findet, zwei Blöcke und wenn ihr sensible Knie habt oder auch für den unteren Rücken am Schluss in den Vorbeugen, könnt ihr gerne euch eine Decke parat legen. Und dann würde ich sagen, wir starten ab auf die Matte und los geht's und ich freue mich. Wir starten im Sitzen, Schneidersitz oder Fersensitz. Nehmt unbedingt einen Block oder eine Decke unter eure Sitzbeinhöcker, damit ihr schön aufrecht sitzen könnt. Und die Hände könnt ihr auf den Oberschenkeln ablegen, Handflächen nach unten. Dann richtet eure Wirbelsäule auf, kreist ein-, zweimal ganz genüsslich eure Schultern. Nehmt dann euer Kinn leicht zur Brust, Scheitelkrone Richtung Decke und dann schließt für einen ersten Moment hier eure Augen, wenn das möglich ist. Ansonsten fixiert einfach einen Punkt vor euch auf dem Boden. Und dann nehmt hier eure Zeit, euren Moment, um auf eurer Yogamatte anzukommen. Je nachdem, wann ihr gerade praktiziert, ist es eben nicht immer einfach, direkt in die Yoga-Praxis einzuchecken. Aber versucht jetzt wirklich präsent auf der Matte zu werden und das Gedankenkarussell so ein bisschen ruhiger und leiser werden zu lassen. Und dann seid ganz ehrlich zu euch selbst und fragt euch mal ganz bewusst, wie es euch jetzt gerade geht, wie ihr euch fühlt. Und was ihr heute von eurer Yoga-Praxis braucht, um wirklich glücklich und zufrieden von der Matte zu gehen. Und es ist momentan eine unglaublich schwierige Zeit. Man muss sich fast täglich mit neuen Geschehnissen auseinandersetzen. Man muss sich mit Ängsten und Emotionen befassen, die man vielleicht vorher noch gar nicht so gespürt hat. Und man sich auch irgendwie gar nicht damit befassen will. Und das kann an unsere Substanz gehen. An unsere körperliche, an unsere mentale. Und vielleicht ist euch heute gar nicht so nach Sonnenschein-Flow zumute, aber das Schöne am Yoga ist, je nachdem, wie ihr euch jetzt fühlt, könnt ihr eure Yoga-Praxis immer und jederzeit anpassen. Es ist eure Zeit auf der Matte und ihr habt immer die Möglichkeit, das zu machen, was ihr braucht. Also passt an, nichts ist richtig oder falsch und genießt die kleine Me-Time auf eurer Yogamatte. Und dann verbindet euch langsam mit der Yoga-Atmung. 3 bis 5 Sekunden tief durch die Nase einatmen und ganz gleichmäßig und bewusst 3 bis 5 Sekunden wieder tief durch die Nase ausatmen. Mit jeder Einatmung neue Lebensenergie, neues Prana aufnehmen und dann spürt ihr die Wärme, öffnet euer Herz. Und mit jeder Ausatmung versucht, euch mehr zu entspannen, loszulassen, was ihr nicht mehr braucht und befreit euch von dem, was euch auch nicht mehr strahlen lässt. Und nehmt dann auch jetzt gerade ganz bewusst wahr, wenn ihr euch auf die Atmung fokussiert, was in eurem Körper passiert. Spürt die Verbindung zu euch selber. Und dann atmet noch ein paar Mal so für euch. 1-2 Mal tief ein und aus. Und das ist genau die Atmung, die wir jetzt die nächsten knapp 40 Minuten beibehalten wollen, bis zu unserer Schlussentspannung. Dann blinzelt eure Augen ganz sanft auf. Und wir starten. Einatmung, beide Arme über die Seiten nach oben ziehen. Ausatmen, Twist nach rechts. Rechte Hand hinter euch platzieren. Die linke Hand kann auf dem rechten Oberschenkel abgelegt werden. Mit der Einatmung findet Länge in eurer Wirbelsäule, richtet euch auf. Und mit der Ausatmung könnt ihr ein bisschen mehr in die Rotation, in den Twist hineingehen, ohne dass ihr da jetzt irgendwas forciert. Einatmung, rechter Arm der Seite entlang nach oben ziehen.
Ausatmungszeit. Bend jetzt nach links. Rechte Hand zieht am Ohr entlang. Die linke Hand kann auf dem Oberschenkel bleiben. Nehmt nochmal eine Einatmung. Und dann mit der Ausatmung legt die rechte Hand auf dem linken Oberschenkel ab und zieht jetzt beide Schulterblätter auseinander. Den Katzenbuckel. Sehr gut. Geh in Richtung Brust und behaltet die Überkreuzung von euren Armen bei und kommt mit einer Einatmung in Adlerarme. Handflächen, Handrücken aufeinander, Ellenbogen ziehen von euch weg und nach oben, Fingerspitzen Richtung Decke. Und dann lehnen wir uns zurück. Mit einer Einatmung findet einen Backbend. Zieht die Fingerspitzen nach hinten und nach oben. Und mit der Ausatmung rundet euch, bringt jetzt die Ellenbogen Richtung Bauchnabel. Einatmung, das Herz wieder anheben. Ausatmung, klein und rund machen. Löst eure Arme, Einatmung, beide Arme über die Seite nach oben ziehen. Ausatmung, Twist nach links. Linke Hand hinter euch platzieren, die rechte Hand auf dem linken Oberschenkel. Und dann findet ihr auch wieder Länge in eurer Wirbelsäule, richtet euch auf. Und mit der Ausatmung geht ein bisschen mehr in die Rotation rein. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung zieht den linken Arm nach oben. Und mit der Ausatmung Seitbend jetzt nach rechts. Vielleicht geht der Blick sogar nach oben, wenn es für den Nacken in Ordnung ist. Beide Sitzbeinhöcker bleiben gut im Block verankert. Nehmt eine Einatmung hier, Ausatmung, die linke Hand auf dem rechten Oberschenkel ablegen. Findet jetzt den Platz wieder hinten durch. Öffnet euer Herz hinten durch zwischen den Schulterblättern. Behaltet dann die Überkreuzung der Arme bei und kommt in Adlerarme. Linker Arm über dem rechten, Handflächen, Handrücken aufeinander. Fingerspitzen ziehen Richtung Decke. Einatmung, lehnt euch sanft zurück. Haltet eine feine Bauchspannung. Ausatmung, Ellenbogen Richtung Bauchnabel, macht euch rund. Einatmung, Backbend finden, zurücklehnen. Ausatmung, Rücken runden. Sehr gut. Arme lösen. Beide Arme mit einer Einatmung über die Seite nach oben ziehen. Ausatmung. Beide Arme über die Seiten absenken. Wir treffen uns in einer Vierfüßlerposition. Hände direkt unter den Schultern. Knie direkt unter den Hüften. Fußrücken abgelegt. Nehmt eine Einatmung hier. Und mit der Ausatmung stoßt euch weg und findet euren Weg in einen Katzenbuckel. Runder Rücken. Bauchnabel einziehen. Einatmen, hebt das Herz an, zieht das Brustbein nach vorne, Sitzbeinhöcker nach oben und nach hinten und mit der Ausatmung rundet euch. Und dann geht ihr ein paar Mal für euch durch das Easy Cat Cow. Vielleicht wollt ihr auch Kreisbewegungen hinzufügen, den Brustkorb kreisen lassen, von rechts über unten nach links und wieder nach oben. Macht das, was ihr jetzt braucht, um hier auf eurer Matte anzukommen. Das Cat-Cow ist so das erste Mal, wo wir wirklich unsere Bewegung ganz bewusst mit unserer Atmung verbinden. Falls ihr eine Richtung habt, könnt ihr diese jetzt gerne wechseln, damit es sich gut und ausgeglichen anfühlt. Dann könnt ihr die Ellenbogen mitnehmen, den Kopf, das Gesäß. Und dann findet langsam den Weg zurück in eine neutrale Position im Vierfüßler. Fahrt dann das rechte Schienbein 45 Grad aus und platziert jetzt den linken Fuß hinten parallel zum kurzen Mattenrand. Öffnet euch und zieht die linken Fingerspitzen Richtung Decke. Mit der Ausatmung könnt ihr den Arm am Ohr entlang nach vorne ziehen in eine unterstützte Sideplank. Fingerspitzen und Außenkante Fuß ziehen auseinander. Hebt dann das linke Bein parallel zum Boden in die Luft. Nehmt eine Einatmung hier und mit der Ausatmung beugt euer linkes Knie und versucht mal mit der linken Hand das Fußgelenk zu greifen. Wenn das nicht geht, dann macht ihr einfach so, als ob. Und dann stoßt den Fuß in eure Hand und rollt eure linke Schulter zurück. Löst das Ganze wieder. Einatmung, alles auseinanderziehen. Ausatmung, Vierfüßlerstand. Fahrt jetzt das linke Schienbein 45 Grad aus, stellt den rechten Fuß hinten parallel zum kurzen Mattenrand und zieht die rechten Fingerspitzen nach oben. Einatmen. Ausatmung, rechter Arm am Ohr entlang nach vorne ziehen. Fingerspitzen, Außenkanten, zwei Punkte, die auseinanderziehen. Hebt dann das rechte Bein parallel zum Boden, Fuß ist geflext. Und mit der Ausatmung beugt das rechte Knie und versucht mal mit der rechten Hand das rechte Fußgelenk zu fischen. Mit einer Einatmung rollt die rechte Schulter zurück, stoßt jetzt den Fußrücken in eure rechte Hand und öffnet euch, öffnet euer Herz. Sehr gut. Löst dann euer Fuß, zieht mit einer Einatmung nochmal alles auseinander. Ausatmung, Vierfüßlerposition. Stellt dann die Hände 10-15 cm weiter nach vorne,
Stellt eure Zehen hinten auf und mit der Ausatmung schiebt euch zurück in euren ersten herabschauenden Hund. Und macht jetzt das, was sich intuitiv richtig anfühlt. Vielleicht sind das Laufbewegungen, was euer Körper gerade braucht. Vielleicht ist es aber auch die Stille. Der Hund ist unsere Homebase, da kommen wir immer wieder gerne zurück. Wenn ihr jetzt in der Bewegung seid, findet langsam Ruhe in eurem Hund. Presst die Hände gut in die Matte, die Arme sind super lang und stark, die Wirbelsäule ist lang, die Sitzbeinhöcker ziehen weit nach hinten und nach oben, die Knie können gebeugt bleiben und die Fersen fließen Richtung Matte, müssen die aber gar nicht berühren. Kommt mit der nächsten Einatmung nach vorne in euer hohes Brett, Schulter nicht weiter vorne als die Handgelenke. Vielleicht müsst ihr dafür mit den Füßen ein bisschen zurücksliden. Ausatmung, Knie abstellen, auf die Matte, Oberkörper absenken. Zehen pointen, Fußrücken erden, mit der Einatmung Cobra das Herz anheben, Ellenbogen bleiben nah am Körper. Ausatmung zurückschieben, herabschauender Hund. Gerade nochmal so ein Vinyasa, Einatmung fließt nach vorne in euer super starkes hohes Brett, starke Arme, starke Beine. Ausatmung kontrolliert mit oder ohne Knie auf die Matte absenken. Zehen pointen, Einatmung Cobra, das Herz strahlt nach vorne. Ausatmung zurückschieben, herabschauender Hund. Nächste Einatmung, Knie leicht beugen, Blick nach vorne zwischen eure Hände. Und mit der Ausatmung lauft nach vorne an den vorderen Mattenrand. Erste Kopf-Knie-Position. Die Knie können hier selbstverständlich gebeugt bleiben. Greift dann eure gegenüberliegenden Ellenbogen und schaukelt ganz, ganz sanft mit eurem Oberkörper von rechts nach links, hin und her oder von vorne nach hinten. Macht das, was ihr jetzt gerade noch mal braucht. Und dann stellt die Fingerspitzen auf der Matte ab, hebt euer Brustbein an, einatmet halbe Vorbeuge. Ausatmen, lösen. Einatmen, aufstehen. Beide Arme über die Seite nach oben ziehen. Urdhvarastasana, oben die Handflächen aufeinander. Ausatmung, Hände vors Herz ins Anjali Mudra, Gebetshaltung. Wir fließen weiter. Einatmung, beide Arme über die Seite nach oben ziehen. Ausatmung, Ellenbogen beugen, Kaktusarme. Zieht mit einer Einatmung die Ellenbogen nach hinten. Öffnet euer Herz, findet einen Backbend. Und nimm den Blick leicht nach oben. Bauchspannung halten. Zieht dann mit der nächsten Einatmung die Arme wieder nach oben. Urdhvarastasana. Ausatmung mit einem langen, geraden Rücken abtauchen. Kopf-Knie-Position. Einatmung halbe Vorbeuge. Wer springen will, stellt die Hände flach auf der Matte ab. Ausatmung zurücklaufen, zurückspringen. Halb oder ganz absenken. Einatmung Cobra oder Abdog und dann bleibt hier, egal wo ihr seid. Schaut dann über eure rechte Schulter, lasst die linke Hüfte Richtung Boden senken. Kommt zurück in die Mitte und schaut dann mal über eure linke Schulter, rechter Hüftknochen Richtung Boden. Einatmung Mitte, Ausatmung zurückschieben, herabschauender Hund. Ein, zwei Atemzüge hier. Kommt nochmal an in eurem Hund. Verbindet euch nochmal ganz bewusst mit eurer vertieften Yoga-Atmung. Einatmung, Blick nach vorne, Knie beugen. Ausatmung, nach vorne laufen, nach vorne springen. Einatmung, halbe Vorbeuge. Ausatmung, lösen. Einatmung, aufstehen, beide Arme über die Seite nach oben ziehen. Ausatmung, Arme absenken, Bergposition. Einatmung, beide Arme nach oben ziehen, Urdhvarastasana. Ausatmung, Hände hinterm Rücken verschränken. Einatmung, das Herz anheben, Schultern zurückrollen, Hände aktiv weg vom Gesäß, der Blick leicht schräg nach oben, Bauchspannung halten. Und mit der Ausatmung könnt ihr ganz leicht eure Knie beugen und den Oberkörper nach vorne absenken. Die Hände ziehen nach vorne, Scheitel nach unten, Knie können gebeugt bleiben oder ihr fangt sie langsam an zu strecken. Sehr gut, löst dann eure Hände, stellt die Fingerspitzen auf der Matte ab, Einatmung, halbe Vorbeuge, Ausatmung, hohes Brett, laufen oder springen, direkt halb oder ganz absenken, Einatmung, Cobra oder Abdog und wir bleiben wieder, schaut jetzt über eure linke Schulter, Einatmung, Mitte, Ausatmung, schaut über eure rechte Schulter, Einatmung, Mitte, Ausatmung, zurückschieben, herabschauender Hund. Und spürt, wie mit jeder Bewegung euer Körper, eure Muskeln geschmeidiger und weicher werden. Und dann nehmt langsam mit der nächsten Einatmung den Blick zwischen eure Hände, beugt leicht eure Knie und mit der Ausatmung nach vorne laufen, nach vorne springen.
Einatmung Adho Uttanasana, halbe Vorbeuge, Ausatmung lösen. Einatmung aufstehen, beide Arme über die Seite nach oben, Handflächen aufeinander, Ausatmung, Hände vors Herz, Gebetshaltung. Bleibt jetzt ganz präsent, bleibt im Hier und Jetzt und schweift nicht mit euren Gedanken ab, sondern verbindet euch nochmal mit euch selbst. Nächste Einatmung, Knie beugen, Arm nach oben, Stuhl. Schaut, dass er hüftbreit steht, dass er nicht zu fest in ein Hohlkreuz geht, sondern findet eher die Länge in eurer Wirbelsäule. Arme sind wie ein V geöffnet. Dann setzt euch hier nochmal tiefer, nehmt dann die Hände vors Herz und mit der Ausatmung Twist nach rechts. Linker Ellenbogen kann auf dem rechten Oberschenkel abgelegt werden und auch hier zieht den Scheitel nach vorne und öffnet euer Herz Richtung Deck. Twistet euch hier richtig schön auf. Ihr könnt in die Handflächen pressen. Wer will, kann auch die Arme wie Flügelchen öffnen. Linke Fingerspitzen Richtung Boden, die rechten Richtung Decke. Einatmung hier, Ausatmung Hände vors Herz. Einatmung kommt zurück zur Mitte, öffnet eure Arme wie ein V und mit der Ausatmung abtauchen Kopf-Knie-Position. Einatmung halbe Vorbeuge. Ausatmung, stellt den rechten Fuß weit hinten auf der Matte ab, legt euer rechtes Knie ab und erdet den rechten Fußrücken. Einatmung, Arme über die Seite nach oben ziehen, richtet den Oberkörper aufrecht und bringt die Hüfte über das rechte Knie. Legt dann die rechte Hand auf dem linken Oberschenkel ab, zieht mit einer Einatmung die linken Fingerspitzen nach oben, Ausatmung, Seitbänd nach rechts, linker Arm zieht am Ohr entlang. Wer will, kann jetzt vorsichtig die Hüfte nach vorne absenken. Achtet aber auch darauf, dass ihr da wirklich keine Schmerzen im unteren Rücken verspürt. Wenn ihr zu tief drin seid, merkt ihr das meistens an der Atmung, dass sie nicht mehr so gut fließt. Kommt dann mit der nächsten Einatmung ins Anjaneyasana, zieht den rechten Arm nach oben. Ausatmung, hohes Brett. Hände abstellen, linker Fuß zurückstellen. Einatmung hier, Ausatmung kontrolliert auf die Matte ganz absenken. Fußrücken erden, Hände hinterm Rücken verschränken, Einatmung, Shalabhasana, alles anheben. Bauch ist fest, Scheitel zieht nach vorne, Zehenspitzen ziehen nach hinten. Hebt dann alles noch ein bisschen mehr an, Einatmen, Ausatmung, lösen, Hände unter die Schultern, Einatmung, Cobra, das Herz nach vorne ziehen, Ausatmung, zurückschieben, herabschauender Hund. Zieht dann mit der nächsten Einatmung das rechte Bein weit nach hinten und nach oben. Down Dog Split, ausatmen, Knie beugen, Hüfte öffnen, Ferse Richtung Gesäß. Einatmung, Knie nochmal ein Stückchen weiter nach oben. Ausatmung, bringt das rechte Knie zum linken Ellenbogen, Schultern über den Handgelenken, streckt den rechten Fuß aus, legt ihn ab und öffnet euch mit einer Einatmung in euren Rockstar. Hintere Ferse, die linke auf der Matte ablegen, linke Fingerspitzen ziehen Richtung Decke, Einatmung, Hüfte hoch. Ausatmung, Gesäß, halb Richtung Matte absenken. Einatmung, Gesäß wieder hochbringen, aktiviert die Beine. Ausatmung, linke Hand abstellen. Einatmung, Down Dog Split, rechtes Bein hoch. Ausatmung, rechtes Knie zur Nase. Einatmung, Down Dog Split. Ausatmung, rechtes Knie zur Nase, kurz halten, Bauch aktivieren. Und dann stellt den Fuß zwischen euren Händen ab. Schaut, dass ihr hüftbreit steht, mit der Einatmung balancierender Krieger 1. Richtet euren Oberkörper aufrecht, Fingerspitzen ziehen Richtung Decke. Das rechte Knie ist gebeugt, das linke Bein aktiviert. Die rechte Hand greift dann das linke Handgelenk und mit der Ausatmung Sidebend jetzt nach rechts. Öffnet euch über die ganze linke Körperseite, spürt die Dehnung, aber spürt auch die Kraft in den Beinen. Einatmung kommt zurück, Finger lösen. Ausatmung, Hände hinterm Rücken verschränken. Einatmung, Schultern zurückrollen, das Herz anheben, Bauchnabel einziehen, findet den Backbend. Und dann verlagert ganz viel Gewicht auf euer rechtes Bein. Mit der nächsten Einatmung stehen wir auf. Pelikan, ziehen das linke Knie zur Brust. Rechtes Standbein super, super gut aktiviert. Hände sind immer noch verschränkt. Flext dann euren linken Fuß, macht euch nochmal lang und mit der Ausatmung Krieger 3. Oberkörper, linkes Bein parallel zum Boden, linker Fuß flexen, das heißt die linken Zehen schauen Richtung Matte und den linken Hüftknochen ein bisschen absenken, sodass beide Hüftknochen auf einer Linie sind. Denkt Mini-Cobra, hebt das Herz an
und stoßt euch gut weg mit dem rechten Bein. Ihr könnt natürlich auch die Arme öffnen in Flugi-Arme. Nehmt nochmal eine Einatmung hier, Ausatmung, rechtes Knie beugen und den linken Fuß weit hinten wieder hüftbreit auf der Matte platzieren. Einatmung, balancierender Krieger 1. Ausatmung, wir öffnen in ein Krieger 2. Hintere Ferse ablegen, Arme auf Schulterhöhe ausrichten, rechter Arm vorne, linker Arm hinten. Und spürt auch hier die Herzöffnung, indem ihr die Fingerspitzen aktiv auseinanderzieht und eure Schulterblätter entspannt. Dreht die vordere Handfläche nach oben. Mit der Einatmung lehnen wir uns zurück. Umgekehrter Krieger 2, rechter Arm zieht nach hinten und nach oben. Achtet darauf, dass das rechte Knie nicht nach innen kippt und wählt, was ihr mit der hinteren Hand machen wollt. Der Blick kann ebenfalls nach oben gehen, wenn das für den Nacken in Ordnung ist. Ausatmung, bringt jetzt den rechten Unterarm auf den rechten Oberschenkel und öffnet euer Herz Richtung Decke. Die linken Fingerspitzen ziehen nach oben und gleichzeitig nach hinten. Verankert die linke Außenkante gut im Boden in der Matte. Einatmung, lehnt euch nochmal zurück, umgekehrtes Trikonasana. Wir strecken gleichzeitig das vordere Bein. Und mit der Ausatmung ziehen die rechten Fingerspitzen parallel zum Boden nach vorne. Der rechte Hüftknochen zieht zurück. Ausatmung, legt die rechte Hand auf dem Schienbein ab oder nehmt einen Block an die Außenkante vom rechten Fuß und öffnet euch in euer Trikonasana. Linker Arm zieht Richtung Decke, öffnet euer Herz nach oben, rotiert das Brustbein Richtung Decke. Rechter Hüftknochen zieht nach hinten und nach links und macht euch schmal. Beugt dann das rechte Knie, stellt die rechten Fingerspitzen an der Innenseite vom rechten Fußgelenk ab. Ausatmung, linke Hand auf die Matte, hintere Ferse lösen, Einatmung, rotierter Seitenwinkel, rechter Arm zieht jetzt nach oben, Ausatmung, wer will, rechter Arm am Ohr entlang. Und dann auch hier wieder das Brustbein nach oben rotieren, rechtes Knie ist gebeugt, linkes Bein aktiviert, zieht euch auseinander, macht euch lang. Stellt dann die rechte Hand wieder auf der Matte ab. Wir treffen uns in einem hohen Brett, macht euch lang vom Scheitel bis zu den Fersen, Bauchnabel drin und kommt dann auf eure Unterarme, ins Unterarmbrett. Schnauft hier weiter, Atmung nicht anhalten. Bringt dann den linken Arm parallel zum kurzen Mattenrand und rollt mit euren Fersen zur linken Seite in eine Sideplank. Rechter Arm zieht nach oben, aktiviert eure Beine. Rechter Fuß ist vor dem linken Fuß, Hüfte nach oben. Einatmung hier, hebt dann das rechte Bein an und stellt es mit der Ausatmung hinter eurem Gesäß ab. Einatmung, Herz und Hüfte anheben, mini wild thing, der rechte Arm zieht nach vorne, vielleicht geht der Blick sogar mit. Und mit der Ausatmung treffen wir uns wieder in einem Unterarmbrett, rechte Unterarm abstellen. Nehmt nochmal eine Einatmung hier und mit der Ausatmung push in ein hohes Brett, kommt auf eure Hände. Einatmung hier, starke Arme, starke Beine. Ausatmung kontrolliert, halb oder ganz auf die Matte absenken. Einatmung, Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmung, zurückschieben, herabschauender Hund. Genießt jetzt den Moment in eurem Hund. Atmet nochmal ganz tief und gleichmäßig. Spürt die Energie, die durch euren Körper durchfließt. Dass ihr lebendig seid. Und dann beugt eure Knie mit der Einatmung, Ausatmung, nach vorne laufen, nach vorne springen. Einatmung, halbe Vorbeuge, Ausatmung, lösen. Einatmung, ganz kraftvoll aufstehen, beide Arme über die Seite nach oben ziehen, Handflächen aufeinander, Ausatmung, Hände vors Herz, Anjali Mudra. Wir gehen auf die zweite Seite. Einatmung, Knie beugen, Arme nach oben, Stuhl. Und findet hier wieder Länge, setzt euch tief, aktiviert eure Beine. Denkt an das Gegenteil von einem Hohlkreuz, versorgt euer Steißbein wie unter eurem Schambein. Bringt dann die Hände vors Herz, Ausatmung, Twist nach links. Rechter Oberarm, Ellenbogen, kommt auf den linken Oberschenkel, Handflächen aufeinander. Und dann twistet euch hier schön nach oben. Scheitel zieht nach vorne. Findet Länge. Wer will, kann die Arme auch wieder öffnen, wie Flügel, die rechten Fingerspitzen Richtung Boden, die linken Richtung Decke. Vielleicht geht der Blick sogar nach oben. Vielleicht die Knie nochmal mehr beugen. Ausatmung, bringt die Hände wieder vors Herz. Presst die Handflächen nochmal aufeinander. Einatmung, dreht den Oberkörper nach vorne. Stuhl Utkatasana, Arme gestreckt. Ausatmung,
Abtauchen, Kopf-Knie-Position. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmung, stellt den linken Fuß weit hinten auf der Matte ab. Legt das Knie ab, legt den Fußrücken ab. Mit der Einatmung Oberkörper aufrichten. Hüfte über dem linken Kniegelenk, Arme nach oben. Legt die linke Hand auf dem rechten Oberschenkel ab. Zieht den rechten Arm nochmal nach oben, findet Länge. Ausatmung, Seitbänden nach links. Auch hier, wer will, senkt jetzt achtsam und ganz vorsichtig die Hüfte wieder nach vorne ab. Denkt daran, keine Schmerzen im unteren Rücken, nicht zu tief gehen, ansonsten geht ihr einfach nochmal eine Stufe zurück. Der Blick kann sogar zu den Fingerspitzen gehen. Löst dann die Arme. Einatmung, beide Arme hochziehen, Anjaneyasana. Ausatmung, hohes Brett, beide Hände abstellen, den rechten Fuß zurückstellen. Direkt auf die Matte ganz absenken. Zehen pointen, Fußrücken erden, Hände hinter dem Rücken verschränken. Mit der Einatmung wieder alles anheben, Shalabhasana. Aktiviert den Bauch, zieht den Bauchnabel ein, schickt den Scheitel nach vorne und eure Zehen nach hinten. Bringt Energie in euren ganzen Körper. Ausatmung löst das Ganze, stellt die Hände unter den Schultern ab. Einatmung Cobra, Ausatmung zurückschieben, herabschauender Hund. Nächste Einatmung, Down Dog Split, links Bein weit nach hinten und nach oben. Ausatmen, Knie beugen, Hüfte öffnen, Ferse Richtung Gesäß. Einatmung, das linke Knie noch ein Stückchen weiter nach oben ziehen. Ausatmung, linkes Knie zum rechten Ellenbogen, Schultern über den Handgelenken, Bauch fest. Linkes Bein ausstrecken, auf die Außenkante kommen. Einatmung, Rockstar, Beine sind aktiviert, hintere Ferse ist abgelegt, der rechte Arm zieht nach oben. Und mit der Ausatmung könnt ihr die Hüfte halb absenken, ohne die Matte zu berühren. Einatmung, presst euch wieder nach oben, stoßt in eure linke Hand, hebt das Herz an, einatmen. Ausatmung, rechte Hand auf der Matte platzieren. Einatmung, Down Dog Split, linkes Bein nach oben ziehen. Ausatmung, Knie zur Nase, Schultern über den Handgelenken. Einatmung, Down Dog Split. Ausatmung, nochmal Knie zur Nase, macht euch rund, aktiviert den Bauch, stellt dann den linken Fuß zwischen eure Hände ab, schaut, dass ihr hüftbreit steht und mit der Einatmung kommt in euren balancierenden Krieger 1. Oberkörper aufrichten, Arme den Ohren entlang nach oben, linkes Knie gebeugt, rechtes Bein aktiviert, die hintere Ferse ist gelöst. Die linke Hand greift dann das rechte Handgelenk, findet hier nochmal Länge, einatmen. Ausatmung, lehnt euch nach links in einen Sidebend und spürt jetzt die wunderschöne Öffnung über die ganze rechte Körperseite. Tief weiter schnaufen, findet hier den Sweet Spot. Und kommt dann zurück zur Mitte, Einatmung, Handgelenk lösen. Ausatmung, Hände hinterm Rücken verschränken. Einatmung, Schultern zurückrollen, das Herz anheben, eine Rückbeuge finden, Hände ziehen weg vom Gesäß und mit der Ausatmung verlagert viel Gewicht in euer linkes Bein. Einatmung, aufstehen, das rechte Knie zur Brust ziehen in euren Pelikan, linkes Standbein super fest aktiviert, die Hände sind immer noch verschränkt, Scheitel zieht Richtung Decke und dann flext den rechten Fuß, zieht das Knie nach oben, Ausatmung, findet euren Weg in den Krieger 3, Oberkörper zum Boden parallel ausrichten, das rechte Bein nach hinten ausstrecken, rechter Fuß geflext, rechter Hüftknochen parallel zum linken, Brustbein ist angehoben, Hände sind entweder verschränkt oder ihr könnt sie auch natürlich in Flugi-Arme öffnen. Das erleichtert so ein bisschen die Balance und ist weniger intensiv in euren Schultern. Standbein super gut aktiviert. Einatmen hier, öffnet euch. Und mit der Ausatmung beugt jetzt das linke Knie, euer Standbein und setzt den rechten Fuß weit hinten auf die Matte. Einatmen, balancierender Krieger 1, Arme ziehen nach oben, Herz anheben. Ausatmung, öffnet euch in euren wunderschönen Krieger 2, Arme auf Schulterhöhe, linker Arm vorne, rechter Arm hinten. Das linke Knie zeigt gerade nach vorne, die rechte Ferse ist auf der Matte abgelegt. Der Blick kann traditionell über die linke Hand gehen. Dreht die linke Handfläche nach oben mit der Einatmung, lehnt euch zurück. Umgekehrter Krieger 2. Linker Arm zieht am Ohr entlang. Achtet darauf, dass das linke Knie nicht nach innen kippt. Und spürt jetzt die ganze Öffnung über die linke Körperseite. Lehnt euch hier zurück, einatmen. Ausatmung, Seitenwinkel. Linker Ellenbogen, Unterarm auf dem linken Oberschenkel ablegen. Rechter Arm zieht nach oben.
Herz Richtung Decke drehen, rechte Außenkante presst gut in die Matte. Und atmet hier tief weiter. Nächste Einatmung, umgekehrtes Trikonasana. Wir strecken das linke Bein, ziehen den linken Arm nach hinten und nach oben, öffnen uns, ziehen uns auseinander. Ausatmung, linke Hand, linke Fingerspitzen ziehen, erst nach vorne, der linke Hüftknochen zurück und dann könnt ihr die linke Hand auf eurem Schienbein ablegen oder einen Block an die Außenkante vom linken Fußgelenk nehmen und euch in euer Trikonasana öffnen. Herz rotiert Richtung Decke, rechter Arm zieht nach oben, linker Hüftknochen wie nach hinten und nach rechts und macht euch ganz, ganz schmal. Und dann beugt das linke Knie, stellt die linken Fingerspitzen an der Innenseite vom linken Fußgelenk ab, öffnet euch hier. Ausatmung, die rechte Hand auf der Matte abstellen. Einatmung, rotierter Seitenwinkel, linke Fingerspitzen ziehen jetzt nach oben, die hintere Ferse ist gelöst. Und optional den linken Arm am Ohr entlang nach vorne ziehen. Öffnet aber trotzdem euer Herz, aktiviert den rechten Arm und das rechte Bein, stoßt euch hier gut weg von der Matte und zieht die Fingerspitzen und die Ferse auseinander. Einatmung, linker Arm zieht wieder Richtung Decke, Ausatmung, hohes Brett. Macht euch lang vom Scheitel bis zu euren Fersen und kommt dann auf eure Unterarme. Ellenbogen direkt unter den Schultern, das Gesäß nicht zu weit oben. Bringt dann den rechten Unterarm parallel zum kurzen Mattenrand und lasst die Hüfte nach rechts kippen. Der linke Fuß ist vor dem rechten und zieht den linken Arm nach oben in eine unterstützte Side Plank auf dem Unterarm. Einatmen hier, Hüfte hoch, ausatmen, den linken Fuß hinter dem Gesäß platzieren. Einatmen, mini wild thing, Herz und Hüfte anheben, den linken Arm am Ohr entlang nach vorne ziehen, vielleicht folgt der Blick. Und dann nehmt ihr nochmal eine Einatmung, Ausatmung, kommt in das Unterarmbrett. Aktiviert nochmal den ganzen Körper, findet Länge. Und stoßt euch dann zurück in euer hohes Brett, Schultern über den Handgelenken, einatmen hier, Ausatmung halb oder ganz absenken. Einatmen Cobra oder Up Dog, eure Lieblingsrückbeuge, Ausatmung zurückschieben, herabschauender Hund. Vielleicht könnt ihr jetzt schon einen Unterschied wahrnehmen zu eurem ersten Hund von dieser Einheit. Wie fühlt sich euer Körper jetzt an? Und dann nehmt mit einer Einatmung einen Blick nach vorne, Ausatmung, lauft oder springt nach vorne. Einatmung, halbe Vorbeuge, langer Rücken, Ausatmung, lösen. Einatmung, aufstehen, beide Arme über die Seiten nach oben ziehen, Handflächen aufeinander, Ausatmung, Gebetshaltung, Hände ins Anjali Mudra. Einatmung, beide Arme über die Seite nach oben ziehen, dann löst eure Fersen und kommt auf eure Zehenspitzen. Aktiviert den ganzen Körper, macht euch lang. Ausatmung über den Swan Dive, das heißt die Fersen bleiben in der Luft, bringen wir jetzt den Oberkörper parallel zum Boden, Arme in Flugi-Arme, aktiviert euer Zentrum, aktiviert eure Beine, Brustbein zieht nach vorne. Nehmt eine Einatmung hier, Ausatmung Kopf-Knie-Position, Fersen wieder auf der Matte ablegen, Einatmung halbe Vorbeuge, Ausatmung beugt die Knie und legt euch nach hinten ab, nehmt eure Knie gerade zur Brust, wir kommen noch in einen kurzen Core-Teil. Scissor Legs als Start. Könnt jetzt den rechten Fuß nach oben ausstrecken, greift, was ihr greifen könnt und streckt den linken Fuß nach vorne aus, ohne dass er die Matte berührt. Bringt dann eure Nase Richtung Schienbein, aktiviert den Core, einatmen, Ausatmung, wechselt, linkes Knie zur Nase, rechtes Bein nach vorne. Dann geht hier ein paar Mal für euch in euren eigenen Rhythmus durch, indem ihr die Beine gestreckt, immer abwechselnd zu eurer Nase ranzieht. Aktiviert den unteren Bauch, Schulterblätter berühren den Boden nicht und dann kommt, egal wo ihr seid, wieder zurück in ein kleines Päckchen, umarmt euch, Kopf ist immer noch in der Luft und bringt jetzt eure Beine in eine Tabletop-Position. Hände hinter den Hinterkopf, nehmt eine Einatmung und dann fangt langsam an, nach vorne Fahrrad zu fahren. Energie bis in eure Zehenspitzen, als würdet ihr durch dicken Honig Fahrrad fahren. Blick geht Richtung Bauchnabel, dann wechselt die Richtung, fahrt rückwärts Fahrrad. Sehr gut, Ellenbogen ziehen nach hinten. Der Core muss hier fest arbeiten. Lasst die Atmung fließen, haltet sie nicht an und kommt dann zurück. Nehmt die Knie zur Brust, umarmt euch
Und löst dann das Ganze. Ihr könnt eure Füße hüftbreit aufstellen, euren Bauch kurz ausklopfen. Wir neutralisieren kurz unsere Wirbelsäule. Lasst die Knie zur rechten Seite fallen. Die Füße sind hüftbreit. Hände rechts und links vom Oberkörper auf der Matte oder auf dem Boden aufgelegt. Und dann über die Mitte Knie zur linken Seite fallen lassen. Die Augen kurz schließen, tief weiteratmen. Kommt dann zurück zur Mitte, greift unter eure Kniekehlen und rollt euch so über die Wirbelsäule nach oben. Wir kommen jetzt noch in eine dynamische Rückbeuge, in das Dancing Camel. Für das könnt ihr in einen Fersensitz kommen. Falls ihr sensible Knie habt, schnappt ihr euch eine Decke und nehmt die unter die Knie. Ihr könnt sie auch zwischen euren Fersen und dem Gesäß ablegen und dazwischen klemmen. Stellt dann die Fersen hinten, die Zehen hinten auf, setzt euer Gesäß ab, bringt die rechte Hand zu eurer rechten Ferse. Und mit der nächsten Einatmung hebt ihr das Gesäß an, schiebt es nach vorne und zieht den linken Arm am Ohr entlang. Ausatmung, austauschen, Gesäß absetzen, linke Hand zur linken Ferse, einatmen, Gesäß wieder anheben, rechter Arm zieht am Ohr entlang und nach hinten. Macht das jetzt ein paar Mal für euch. In eurem tanzenden Kamel spürt die energetisierende, herzöffnende Wirkung von diesen Rückbeugen. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen geschmeidiger, spürt das in euren Muskeln. Und egal, wo ihr dann seid, auf welcher Seite, setzt euer Gesäß dann langsam wieder auf den Fersen ab, löst die Zehen, erdet die Fußrücken, legt die Hände entweder auf den Oberschenkel oder auf eurem Herz ab und spürt hier nochmal nach. Spürt die Energie in eurem Körper. Spürt euer Herz. Nehmt wahr. Zieht mit einer nächsten Einatmung beide Arme über die Seite nach oben. Ausatmung, easy twist nach rechts. Platziert eure Hände. Zieht den Scheitel Richtung Decke. Einatmung, kommt zurück zur Mitte, Arme nach oben, Ausatmung, easy twist nach links. Hände abstellen, Länge in der Wirbelsäule finden. Einatmung, kommt zurück zur Mitte, Arme nach oben, Ausatmung, Arme absenken und schwingt dann eure Beine nach vorne. Wir kommen noch in die gestreckte Vorbeuge, ins Paschimottanasana. Füße nach vorne ausstrecken, eine Decke schnappen und setzt euch da drauf, falls ihr hinter die Sitzbeinhöcker rollt, auf die Außenkante. Zieht mit der Einatmung beide Arme über die Seite nach oben und mit der Ausatmung lehnt mit dem Oberkörper nach vorne. Denkt an eine Bewegung nach vorne anstatt nach unten. Greift, was ihr greifen könnt und dann lasst euch schmelzen. Werdet weich, spürt, wie sich jetzt eure Beinrückseiten öffnen. Ihr könnt natürlich immer die Knie beugen, sollte es euch zu intensiv sein. Aber versucht jetzt hier wirklich loszulassen. Vorbeugen haben einen sehr beruhigenden Charakter, eine sehr beruhigende Wirkung auf unser Nervensystem. Checkt hier jetzt vollständig ein. Genießt auch diesen Stretch. Findet dann langsam wieder den Weg zurück in eine aufrechte Position. Nehmt die Decke zur Seite und legt euch dann ab. Wir kommen noch in ein Figure Four auf beiden Seiten für unser Gesäß. Dafür könnt ihr das rechte Fußgelenk geflext auf eurem linken Oberschenkel ablegen. Greift hinter euren linken Oberschenkel, das heißt, die rechte Hand müsst ihr durchfädeln. Und dann zieht ganz sanft das linke Knie, den linken Oberschenkel zu euch und spürt ihr eine schöne Öffnung in eurem rechten Gesäß und schönen Stretch. Intensiver wird es, wenn ihr das Schienbein greift. Und dann wechselt die Seiten, linkes Fußgelenk geflext auf den rechten Oberschenkel, Knie ablegen und dann hinter euren rechten Oberschenkel greifen. Die linke Hand fädelt sich durch eure Beine durch. Zieht das rechte Knie schön zu euch. Spürt den linken äußeren Hüftstretch. Und dann schüttelt nochmal alles aus. Schüttelt, schüttelt, was ihr könnt. Lasst alles los. Macht nochmal ein kleines Päckchen. Umarmt eure Schienbeine. Aktiviert euer Zentrum. Nehmt eine Einatmung hier
Und mit der Ausatmung löst, findet euren Weg ins Shavasana, streckt die Beine nach vorne aus, lasst die Zehen nach außen kippen, Arme rechts und links vom Oberkörper, Handflächen nach oben. Nehmt hier nochmal eine tiefe, tiefe Einatmung durch eure Nase, staut die Luft an der obersten Stelle, haltet sie an, öffnet dann euer Mund und löst. Shavasana. Kommt spätestens jetzt zurück zu eurer ganz natürlichen Atmung. Findet dann langsam wieder den Weg zurück in euren Körper. Fangt an, eure Atmung zu vertiefen. Kreist eure Handgelenke, eure Fußgelenke. Streckt euch aus oder macht ein kleines Päckchen. Und rollt euch dann über eine Seite, eure Lieblingsseite oder über die Wirbelsäule, nochmal zurück in eine sitzende Position. Schnappt euch einen Block oder die Decke unter die Sitzbeinhöcker. Kommt in den Schneidersitz oder Fersensitz, was euch lieber ist. Legt eure Hände mit den Handflächen nach oben auf den Oberschenkeln ab. Wenn ihr ein Kiran-Mudra machen wollt, könnt ihr auch das machen. Daumen und Zeigefinger aufeinander legen. Richtet eure Wirbelsäule nochmal auf, rollt die Schultern zurück, entspannt eure Schultern. Kinn Richtung Brust, Scheitelkrone Richtung Becke und schließt hier nochmal eure Augen. Spürt ihr jetzt nochmal nach. Spürt, wie es euch körperlich geht, wie es euch mental geht, wie eure Atmung fließt. Nehmt den Unterschied, wenn es einen gibt, wahr, ohne ihn zu bewerten. Bringt dann nochmal abschließend eure Hände vors Herz ins Anjali Mudra. Mit der nächsten Einatmung zieht die Hände aufeinandergelegt nach oben durch die Mittellinie. Ausatmung öffnet die Arme auf Schulterhöhe. Einatmung öffnet euer Herz, zieht die Daumen zurück. Ausatmung Hände vors Herz. Gerade nochmal so. Einatmung Hände durch die Mittellinie nach oben ziehen, Länge finden. Ausatmung Arme auf Schulterhöhe öffnen. Einatmung Brustbein zieht nach vorne, Schultern zurück. Ausatmung Hände vors Herz. Einatmung, lehnt euch zurück, Daumen zwischen die Augenbrauen. Ausatmung, verneigt euch vor euch selber und vor eurer wunderschönen Yoga-Praxis. Ich danke euch vielmals fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch auch gerade in der jetzigen Zeit richtig gut getan, euch auf andere Gedanken gebracht und wünsche euch einen wunderschönen Tag.